Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf die Gaming AG. Mein Name ist Tristan und heute spielen wir wieder Zuzi, den Zugsimulator in Version 3 in der Hobby-Version. Wir befinden uns heute wieder auf der Bahnstrecke Celle-Uelzen. Dieses Mal fahren wir aber in umgekehrter Richtung von Uelzen in Richtung Celle. Dies geschieht heute mit dem Intercity Express 591, einem Triebzug der Baureihe 401, 840 Tonnen schwer und 358 Meter lang. Ja, und ich würde sagen, wir setzen unsere Fahrt auch sofort in Bewegung. So, jetzt gerade habe ich hier die AFB aktiviert. Wir können den gerade auf, ich würde ihn mal auf 130 stellen jetzt. Jetzt habe ich ihn auf 150 gestellt. So, das sollte es sein. Die Bremse lösen. Und abfahren. Das ist auch unser Intercity Express. Der ICE 400, der ICE 1 bzw. Baureihe 401 zeichnet sich aus durch das Panoramadach in Speisewagen, durch das man einen hervorragenden und herrlichen Ausblick nach oben hat. Und durch die markante Tonleiter, den Sound beim Anfahren, den ihr gerade vernehmen konntet, welcher so in der Form eigentlich nur beim IC1 ja, zu hören ist. Fahren gerade vorbei an einer Garnitur des Metronom. Hier links von uns ist das Metronomwerk Uelzen. Wir fahren jetzt vorbei am Uelzener Nordzuckerwerk. Hier ist, wie der Name schon sagt, eine Zuckerfabrik der Firma Nordzucker. Oder eher gesagt, die Zuckerfabrik der Firma Nordzucker. In Kürze halten wir schon in Uelzen. Da bremsen wir jetzt schon mal langsam ein. Wie schon beim letzten Mal erwähnt, dies ist der 100-Wasserbahnhof von Uelzen. Zu sehen an dem markanten Gebäude. Dies ist heute unser einziger Halt auf dieser Strecke. Ja, der ICE1 hat eine Besonderheit, und zwar, wenn man die Türen freigibt, gibt er automatisch die Türen immer auf beiden Seiten frei. Dies ist etwas, was in künftigen ICE-Baureihen nicht mehr der Fall sein wird. Aber in dieser Baureihe ist das noch nicht anders umgesetzt. Da ist einfach der Einfachheit halber, ja, so umgesetzt wurde.
Wenn ich dem Fahrplan Glauben schenken darf, haben wir jetzt hier angeblich 10 Minuten Standzeit. Das glaube ich aber nicht. Ja, und die Türen schließen sich auch schon. Einmal einen kleinen Serviceblick nach draußen wagen und schwung hat der Schaffner seine Kelle geschwenkt und wir dürfen ausfahren. Man sollte vielleicht die Bremse auch vorher lösen, dann kriegt man das auch besser hin. So, jetzt haben wir hier eine schöne Parallelausfahrt zum Metronom. Der Metronom wird dann gleich anhalten und uns die Weiterfahrt gewähren, da wir als Intercity Express natürlich ein kleines bisschen vor dem Nahverkehr gestellt sind. So, gerade wurden wir in die LZB aufgenommen. Die sogenannte Linienzugbeeinflussung. Das heißt, wir können jetzt die Maximalgeschwindigkeit erhöhen. Der zeigt mir gerade komische Sachen an. Soll mir egal sein. Denn im Fahrplan steht hier eine Geschwindigkeit, wie ihr sehen könnt, von 160. Aber der will, dass ich 200 fahre. Im Zweifelsfall gilt normalerweise die Geschwindigkeit, die im Fahrplan steht. Aber heute, zu Zwecken der Anschaulichkeit und wie es ist, mit 200 Stundenkilometern die Strecke entlang zu rasen, fahre ich die 200 doch mal aus. So, wie man hier schön sehen kann, die Strecke ist frei für die nächsten 9,8 Kilometer.
mindestens. Und wir haben jetzt erstmal freie Fahrt. Dies ist der Bahnhof von Sudaburg. Letztes Mal hielten wir hier mit dem Regionalexpress. Ich habe jetzt gerade mal den AFB. AFB heißt automatische Fahr- und Bremssteuerung. Und den AFB-Wahlschalter habe ich jetzt gerade mal auf 200 umgestellt. Aber der hat mir hier schon angedacht, dass es in 7,6 Kilometern sowieso weiter runter geht. Und zwar, um genau zu sein, auf ein scheinbar rotes Signal, da wir keine Geschwindigkeit hier angezeigt haben. Das heißt, im LZB-Betrieb im Normalfall, dass ein rotes Signal zur Folge ist. Aber es ist noch 6 Kilometer zu voraus. Dauert noch einen Moment. So, jetzt können wir die Leistung schon abschalten, denn jetzt gleich beginnt die Bremskurve. Genau gesagt, jetzt. Wie man sehen kann, bremst der Zug jetzt hier vollautomatisch runter.
bis er gleich auch vollautomatisch zum Stehen kommt. Die Linienzugbeeinflussung dosiert die Bremsleistung des Zuges, des Triebwagens quasi selbst. Ihr seht die kleine rote Nadel am Tacho, die sich gerade langsam mit runter bewegt. Dies ist die sogenannte Bremskurve, die anzeigt, wann der Zug zum Stehen kommt. So, und hier sehen wir auch schon ein gelbes Signal, ein gelbes Hauptsignal, hat die Bezeichnung KS2, Halt erwarten. Und kündigt an, dass das nächste Hauptsignal die Farbe Rot haben wird. Jetzt muss ich dem helfen. Jetzt habe ich dem gerade bei der Bremsung mal geholfen. So, wir haben jetzt hier ein ZS7 voraus. Das bestätigen wir mit der Freitaste, nicht mit der Freitaste, mit der Wachsam-Taste. Halt, nee, mit der Freitaste. Das war schon richtig. Und haben jetzt eine Überwachungsgeschwindigkeit aufgrund des ZS7 von 40 Stundenkilometern. Das ZS7, das hatten wir auch in der letzten Folge schon mal. Das lässt uns jetzt quasi als Zugfahrt mit besonderem Auftrag in einen Block einfahren, weil vermutlich dieses Hauptsignal einen Defekt hatte. Wir müssen unsere Langsamfahrt mit 40 Stundenkilometern jetzt bis, ja, der zeigt es uns hier auch an, etwa 1000 Meter, und zwar 300 Meter hinter das nächste Hauptsignal, wie auch in dem letzten Video erwähnt. Da ist eine ähnliche Situation ja auch schon mal passiert. Bis 300 Meter hinter das nachfolgende Hauptsignal, beziehungsweise den. Doch, ja, doch, bis 300 Meter. Das ist der sogenannte Durchrutschweg, der damit freigemacht werden muss von dem nächsten Hauptsignal, und dann darf wieder beschleunigt werden. ZS7 heißt im Übrigen Vorsichtssignal. So, jetzt nicht den Fehler machen und beschleunigen, da wir ja noch fahren müssen bis 64, Moment, jetzt muss ich gerade nachrechnen. Doch, jetzt dürfen wir langsam wieder beschleunigen. Weil an der 65,8 sind wir gerade vorbeigefahren.
So, jetzt Vollsprint, denn in 7 Kilometern kommt das nächste rote Signal. Wie gesagt, wenn der V40-Leuchtmelder anspringt, der weiße, da muss die Freitaste gedrückt werden. Das ist die Taste hier, die ich jetzt gerade gedrückt habe. Mit der Taste muss man sich eigentlich aus einer PZB-Überwachung befreien. Dies geschieht, wenn man seine Überwachung, wenn entweder das Startprogramm läuft, das sogenannte Wechselblinken, wenn man anfährt, werden wir eventuell gleich nochmal sehen. Nee, eigentlich werden wir das heute nicht mehr sehen. Aber haben wir am Anfang gesehen, das sogenannte Wechselblinken, das ist, wenn der Leuchtmelder 70 und der Leuchtmelder 85 abwechselnd blinkt. Das ist das sogenannte Startprogramm, wenn der Zug anfährt. Da darf man maximal 45 Stundenkilometer fahren. So, und jetzt, ja, schlägt die Bremskurve schon wieder an und wir dürfen schon wieder, ja, bremsen, mehr oder weniger. Ja, entweder das Startprogramm, das Wechselblinken oder eine Überwachung an einem Vorsignal. Normalerweise läuft das so, ich bestätige ein Vorsignal mit der sogenannten Wachsam-Taste. Das ist die Taste mit dem runden Kreis oben drüber. Die Taste. Die betätige ich. Dann bekomme ich eine sogenannte 1000-Hertz-Überwachung und einen blinkenden Leuchtmelder 85 in der oberen Zugart. Dann darf ich maximal 85 Stundenkilometer fahren. Darf diese Geschwindigkeit nicht überschreiten. Sollte ich diese Geschwindigkeit überschreiten, bekomme ich eine Zwangsbremsung. Ähnlich sieht es aus, wenn ich mich bei einem gelben Vorsignal VR0 einem HP0 nähere, dann darf ich am Ende der 1000-Hertz-Überwachung maximal 60 Stundenkilometer fahren, damit ich in die 500-Hertz-Überwachung aufgenommen werde. Die 500-Hertz-Überwachung überwacht den Bereich vom 500-Hertz-Magneten zum Hauptsignal. Das alles wird noch ein bisschen sollten das nächste Mal, wenn wir mal eine Strecke fahren, wo mit PZB gefahren wird, werde ich euch das alles mal ein bisschen genauer erklären, wie die PZB funktioniert. So, wir haben jetzt wieder ZS7 voraus, ein Vorsichtssignal und einen blinkenden Leuchtmelder V40. Ich betätige die Freitaste und kann quasi sofort beschleunigen. Alternativ zum Blinken der V40, des V40-Leuchtmelders, kann ich auch eine besondere Bedienung der LZB anwenden, aber dies geht gerade zu sehr ins Detail. Das sehen wir dann, wenn es tatsächlich mal passiert. So, jetzt sehen wir wieder, wir haben wieder eine Strecke von etwa 1000 Meter, die wir mit 40, 1000 Meter, ja, 1000 Meter, richtig, ich war jetzt gerade am Überlegen, das war aber richtig, die wir mit 40 Stundenkilometer befahren müssen. Wir sammeln in dieser Zeit schön Verspätung. Aber wir haben ja Zeit, denn wir sind Intercity Express und gleich fahren wir auch auf eine Schnellfahrt. Würden wir, wenn wir weiterfahren würden, auf eine Schnellfahrstrecke fahren, denn
Ja. Dieser Zug hat noch eine lange Strecke bis München, in der ihr die Verspätung auch bestimmt wieder abbauen kann. Nur leider werden wir unsere Fahrt gleich in Celle schon wieder beenden. So, jetzt sind wir gerade schon zu schnell. Können wir ein bisschen bremsen. Schalt mal ab. So, das Signal befindet sich bei 55,8. Nee, 55,9. Also darf ich bei 55,7, wenn ich richtig gerechnet habe. Nee, 55,6. Also hier wieder beschleunigen. Ja, wir werden heute echt gedengelt, denn das ist heute so eine Art, ja, ZS7 befahren üben, denn wir haben jetzt gleich direkt schon wieder das nächste ZS7 vermutlich. Ja, wie ich schon erwartet habe, das nächste Hauptsignal ist wieder auf Rot, beziehungsweise HP0. Halt. Dieses Signal, dieses gelbe KS2, heißt nichts anderes wie Fahrthalter warten. Das ist ein recht neues Signal und wie ich es hier auch erwartet habe, wieder ZS7, wieder ein Vorsichtssignal. Ich frage mich, ob wir heute überhaupt nochmal 200 fahren dürfen. Denn gleich ist die Strecke schon wieder vorbei. Dann ist das heute für heute schon wieder erledigt. So, wir durchfahren gerade den Überholungsbahnhof von Garsen.
Haben mittlerweile 6 Minuten Verspätung. Aber wen juckt's, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher, was die LZB hier von mir möchte. Sieht irgendwie komisch aus. So, jetzt versuchen wir noch einmal ein bisschen Gas ge zu geben und zumindest noch mal über 150 zu kommen. So, jetzt gerade habe ich die Endetaste betätigt und wir müssen die Geschwindigkeit jetzt einstellen, dass wir etwa 160 bei LZB Ende haben werden. Ich sehe gerade, in Celle halten wir auch. Habe ich mich fein verplappert. Hat schlichtweg nicht gestimmt. So, jetzt hatten wir gerade eine Zwangsbremsung kurz, weil wir zu schnell waren. Ja.
So, da stehen wir in Celle, fahren jetzt auch noch raus. Da fährt ein anderer ICE 1 ein. Da steht ein Zug der S-Bahn Hannover. Und wir warten jetzt hier im Endeffekt auf unsere Abfahrt. Ja, da warten wir jetzt 2 Minuten auf unsere Abfahrt. Ich würde sagen, ja, ehe gleich das Spiel ruppig vorbei ist, würde ich schon mal sagen, so langsam mich mal wieder von euch verabschieden. Das hat wieder sehr Spaß gemacht heute mit euch. Und ich würde mich auch beim nächsten Mal freuen, wenn ihr wieder einschaltet bei einem meiner Videos über Simulationen und sowas. Ja, sehr gute Beschreibung. Simulationen. Ja. Aber ihr könnt generell, auch wenn ihr es noch nicht getan habt, diesen Kanal abonnieren, dem Video eine Bewertung abgeben und schaut euch auch mal die Videos von Tim an, die sind auch sehr interessant. Dort geht es dann überwiegend über Minecraft. Das ist auch ein sehr spannendes Thema. Ist halt nicht so mein Fachgebiet ist die realistische Simulation, wie ihr seht. Wenn denn jetzt hier mal Abfahrt kommen würde, also, ne, so langsam will ich auch mal los. Klar. 10 Minuten Verspätung können wir abfahren dann mittlerweile. So, jetzt haben wir unsere grüne Scheibe. Einmal einen kleinen Serviceblick nach hinten und Bremse wird gelöst und ab dafür. Ja, der will sich hier jetzt irgendwie nicht mehr in Bewegung setzen. Naja, die Strecke, da geht's ja auch nicht mehr lang jetzt. Ich würde sagen, dann. Warum fährt der nicht? Naja, dann machen wir hier schon den Bahnhof Schluss, im Bahnhof von Celle. Ich wünsche euch einen sehr schönen Tag und habt noch, ja, viel Spaß mit dem, was ihr gerade tut. Und ja, bis zu einem neuen Video. Auf Wiedersehen. Tschüss.